Hallihallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Forever's Gestrandet. Warum geht hier gerade keine Mucke? Sie haben keine Playlist? Warum habe ich keine Playlist? Hab doch eine Playlist. So, wie gesagt, herzlich willkommen zu Forever Stranded. Ich hoffe heute mal, damit hier alles besser läuft. Ihr seht, ich habe das Spiel schon mal gestartet, bin schon mal gestorben. Falsche Tür. So, den nehmen wir mal mit. Brauchen wir noch nicht. Die brauchen wir. Wir brauchen was zum Schlachten. Dann machen wir uns mal Kaktus. Gleich. Na, du wirst doch nicht. Rausgedonnert. So, jetzt kommt unsere Aufgabe. Wir müssen erstmal Fackeln setzen, damit diese Spawnpunkte verschwinden. Dazu habe ich schon mal ein bisschen Kohle gemacht. Es werde Licht. Doch der Gott fand den Schalter nicht. Wo sind die hin? Wird sich Fackeln werden, glaube ich, erstmal nicht reichen. Ach, ich hasse diese Tür. Aber dann wird erstmal ausleuchten, dass wir hier weniger Spawnfläche haben. Dann können wir nämlich anfangen, hier auch ein bisschen was zu machen. Ja, und ist ausgeleuchtet. Kein Creeper. Ich bin gleich tot.
Sag ich doch, ich bin gleich tot. Das heißt immer mehr, dass wir Waffen brauchen. Machen wir uns mal auf das schnelle Schwert, ne? Mal gucken, was wir da brauchen. Muss mal kurz das Mikro leise machen. So, dann lautet wieder Ton laut. Ja, wir brauchen das Ding. So, wo war denn der Plattenmacher? Hier ist er. So, machen wir uns das schnelle mal. Mal reichen. So, dann war das. Jetzt müssen wir noch mal gucken. Was war das eigentlich, was wir jetzt brauchen? So. Ding und das Ding. Wenn wir dabei sind, können wir gleich den machen. Den machen. Ist ja nicht mal die Bindung. Die hätten wir denn schon. Ne, das Kreuz. So, dann hätten wir das soweit. Haben wir. Und das Ding haben wir auch. So, jetzt hier mal das Ding zusammenbauen. Und haben ein hochwertiges Schwert, also ein hochwertiges Anfangsschwert. Kann man auch mal ein bisschen was mit anrichten, ne? Also eine Axt hätte ich vielleicht auch gleich aus Kaktus bauen sollen. Die sind alle tot schon? Okay. Trotzdem, dass wir Fackeln machen müssen. So, lass mal so mal durchbrennen.
aus. Es sind zwar nur 12, aber über 12 als gar keine, ne? Gesehen hat, spawnt der ja schön hier. Das müssen wir halt unterbinden. Jo, der Stream von gestern übrigens ist auch schon inzwischen auf YouTube online. Könnte man sich, wenn ihr wollt, anschauen nochmal. Wenn ihr nicht wollt, könnt ihr so lassen. Je nachdem, ne? Hier hin. So, ich sehe fast nichts mehr. Hilfe, ich hab Sand in der Nase. Ich weiß, ich kann nicht singen. Schon wieder alle. Mensch, hab ich einen Verbrauch. Und? Hey, gibt's wieder 6. 6 heißt, wir können wieder neue Fackeln machen. Fuckel, Fuckel, Fuckel. Jo, dann übrigens eine wichtige Frage, die ihr mir in den Kommentaren bzw. in den Live-Chat schreiben könnt. Sollen wir das Modpack noch ein bisschen modifizieren? Sprich, ein paar andere Mods noch mit reintun. Die würden dann zwar nicht aufs Modpack gehen, aber naja, vielleicht ein bisschen schwieriger machen. Vielleicht auch ein bisschen leichter. Ein oder so hatte da geniale Ideen, noch ein paar Mods reinzutun. Jetzt wollte ich euch fragen, wie sieht's aus? Wollt ihr das? Der Vorteil ist, dann ist 52% immer noch so wie überall, die dieses Game spielen. Aber 50% halt anders, ne? Also mit neuen Mods, mit natürlich keinen neuen Aufgaben, ne? Die Aufgaben bleiben dann immer noch dieselben. Hab leider keine Ahnung, wie man das da umschreibt. Aber naja, muss ich auch nicht, ne? Bin ja kein Programmierer, bin ja Let's Player. Oder so ähnlich. Ich weiß ja nicht, wie ihr es seht. Aber ihr könnt es mir mit Abonnenten zu anzeigen. Beziehungsweise mit Bewertung auf YouTube. Vielleicht einen Daumen hoch geben, wenn es euch gefällt. Bevor ihr allerdings einen Daumen runter gibt, sagt mir warum. Damit ich weiß, was ich verbessern kann. Ich werde nicht hier oben sterben, oder? Ich werde nicht hier oben sterben. Ich will nicht hier oben sterben. Ich bin schon mal hier oben gestorben. Haha. Fackeln sind schon wieder alle. Ich habe keine Kühlflüssigkeiten. Also werde ich doch hier oben sterben. Hier unten sterben. Ausgeleuchtet ist, jetzt sollte es also so schnell nichts spawnen in der Gegend. Ja, sterb endlich. Also. Doppelt gemacht. Eine Suppe.
Was suchst denn du? Den Brief von Tobin. Brauchst du jetzt nicht. Doch, lass mal lesen. Ist egal jetzt. Haben schon 14. Ich glaube, wir nehmen ein Quest. Fünf und fünf gebratene. Ja, klar. Oh, ja. Happy, happy. Moni. Warte, ich geh mal schnell eine quarzen. Bin also gleich wieder für euch da. Ihr könnt in der Zeit gucken, wie gebraten wird. Jetzt ist Donner. So, da ist er auch schon wieder zurück, ne? Also, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben ausgeleuchtet. Warum ist der Chat nicht mehr da? Wir haben keinen Chat mehr. Ach, da ist er. Er sollte mal eine neue Farbe geben. Nein. Nein. So. Wir hätten jetzt auch den Quest erfüllt mit den Würmchen. Zack. Hallo? Und Claim. Dazu kriegen wir eine Lootbox. Ist was Gutes drin? Spinnnetze, Pilze, Pilze. Naja, gut. Ist relativ, ne? Reissamen haben wir. Gut. Wir brauchen Wasser. So, alles schön hier wieder rein. So, was machen wir jetzt? Ich muss mal gucken. Dann sind die Quest schön vorangestritten. So, wir haben eine Schutzmauer. Wir haben wir überall Licht? Mal gucken, oder ob irgendwo noch gelber Streifen hängt. Nee, das ist ausgestreift.
So, dann nehmen wir jetzt hier mal das weg. Damit das Ding mal aussieht, wie aussehen soll. Nicht mit Sand dran. Und dann müssen wir uns eine Cobblestone-Maschine definitiv so schnell wie möglich bauen. Ich muss gleich mal gucken, wie die geht. Also nicht eine normale Kabel, also erstmal eine normale Cobblestone-Maschine mit Lava und so. Dazu brauchen wir Wasser und Lava. Ein bisschen was sehen. Es gibt einen den Cobblestone-Generator als Maschine. Aber da werde ich noch die Sachen noch nicht haben. Heißt, wir müssen erstmal Lava machen. Dazu brauchen wir das gute Teil hier. Aber nicht aus Quarz. Kessel, nein. Ich glaube, ich weiß, wie das Ding war. Erstmal Wasser. Ding habe ich aber auch schon hingestellt, ne? Ne, habe ich noch nicht. Gebaut habe ich es auf jeden Fall schon. Mann. So, hier können wir drin Wasser machen. Stellen wir auch erstmal hier draußen hin. Schade finde ich, dass man hier keine unendliche Wasserquelle machen kann. Aber gut. Geht vielleicht auch irgendwie mit einer Maschine? Die Frage ist bloß mit welcher. So, machen wir unser erstes Wasser. Wir sollten davon nochmal welche hinstellen. So, zwei reichen erstmal. So, machen wir jetzt Wasser. Wo wir endlich, glaube ich, drei oder so machen sollten. Aber gut. So viel Holz haben wir gerade nicht. Also machen wir zwei erstmal. Dann haben wir zwei Wasserquellen. Problem ist, wie kriegen wir das Wasser jetzt da raus? Dazu brauchen wir Eisen. Jetzt müssen wir ein bisschen sieben. Drei Eisen brauchen wir für den Eimer. Jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir hier schön arbeiten können. Keine Monster kommen, ist das Blood Mount. Eigentlich können wir Spinnennetze bekommen. So können wir den reparieren, wenn es gleich kaputt ist.
Aber erstmal brauchen wir Eisen. Wenn wir noch Eisen haben, dann können wir uns das Ding bauen, glaube ich. Ne, wir brauchen erstmal Stone. Dazu brauchen wir Sand. Lag. Ich kann mich momentan nicht mal irgendwo abkühlen, weil ich trotzdem habe das Wasser weggenommen. Zwei Eisen müssen wir schon mal haben. Wir brauchen nicht noch ein drittes. Ja, und zwei Eisen haben wir. Safe. Kupfer. Kupfer brauchen wir nicht. Alu brauchen wir auch nicht. Wir brauchen Eisen. Ja, wie gesagt, war mir klar. Wenn man keine Kühlung hat, ne? Die feine Buddy. Wir werden mal hier draußen auf der Schnelle noch mal tun. Mann, sonst. Oh. Ein Quest erfüllt. Dass mich nicht hier draußen sterben. Ja, die Köpfe, die brauchen wir auch noch ganz dringend. Ich werde heute übrigens heute Nacht nochmal einen Stream machen, beziehungsweise heute Abend. Für die Leute, die das interessiert. Den können wir hier auch schon mal reinhauen. Kann ich mich da reinstellen, um abzukühlen? Nee. Ist sehr schade, aber gut. Lass uns noch schnell ein bisschen Eisen machen. Eben zumindest erstmal. Nee, eigentlich brauchen wir drei. Also noch drei. So, was sagt das Eisen? Schaut sich mal hier runter, dass wir auch einen Blick haben. Und der Vorteil ist, das war rein theoretisch gesehen ja dann Cobblestone, naja, so einen Generator bauen können, was uns Cobblestone herstellt. Dann brauchen wir das auch nicht selbst abbauen, also wozu auch, ne? Dazu brauchen wir grünes Glas. Mein
wie Glas herstellt wird, wissen wir ja alle. Aber wir brauchen ein grünes Glas. So, zwei Eisen haben wir. Komm. Ich brauche mindestens vier, damit ich einen ganzen Eisenbock kriege. Also. Das ist die Frage, brauchen wir die Schmelze überhaupt oder bauen wir die gar nicht erst? Weil die Schmelze ist eigentlich sinnlos, sie verdoppelt überhaupt nicht mehr in diesem Projekt. Gut, man kriegt Sachen, ah, da haben wir unser Eisen zusammen. Man kriegt zwar Sachen, kann Sachen bauen, die man so nicht bauen kann, ne, mit Tinkers Konstrukt, aber wozu man sowas überhaupt macht, ist ja eigentlich, weil das hat verdoppelt. Man hat einen Sand reingeschmissen, einen Eisensand, hat zwei Eisen rausbekommen. Das funktioniert in diesem Projekt nicht, also ist die Schmelze in dem Fall eigentlich total sinnlos. Läuft genauso scheiße wie ein Ofen, nämlich 1:1 und ja, ich weiß nicht, sollten wir denn wirklich das Ding erstmal vorläufig bauen oder sollten wir nicht warten, bis wir das Ding einfach irgendwo abbauen können? Wir haben uns einmal fertig, hurra! Wir können endlich Wasser holen. Hey. Freu. So, und wenn wir Wasser holen, müssen wir auch wieder schön zubauen. Ach, ich trottel. Gut. Holen wir nochmal Wasser. Haben wir jetzt genug davon. Können ja immer welche herstellen, ne? So, jetzt brauchen wir Lava. Das fühle ich gerade, wie wir Lava am besten herstellen. Für Lava brauchen wir erstmal das. Das haben wir noch. Ein Hammer haben wir noch. Ne, das haben wir auch, also Staub in dem Fall. So. Noch nicht fertig. Und Bornmehl brauchen wir dafür. Ja, brauchst du noch. Ich will nicht weiterkommen. Erde sollten wir auch produzieren wieder. Aber Erde produzieren wir noch anders. Zeige euch dann gleich. Oder heute noch auf jeden Fall. Also entweder jetzt im Stream oder im Stream heute Abend. Kommt drauf an, wie schnell wir vorankommen. Das dauert so lange. Ja, ja. Hopp, hopp. Dann können wir das Ding hier mal ein bisschen auf. Alles klar. Bin ich gestorben? Warum stelle ich mich nicht ins Wasser? Ihr kommt natürlich auch mit. So, jetzt können wir Stopp. No. Alter, ich hasse diese Tür. Jetzt müssen wir überlegen, wie das war. So, wir machen das klein. Vier reichen, glaube ich, nicht. Und wir brauchen Knochen mehr. Haben wir keinen Knochen mehr? Schlimmes, wir brauchen Knochenmehl. Gemassen Knochenmehl. So, wenn wir jetzt Knochenmehl und machen wir das jetzt zusammentun. Nein. Bin ich doof? Alzheimer? Ich finde den auch schon wieder nicht.
war das so? Eiserner Pflanze. Nee. Ich glaube, ich sollte mir wieder eine Brille aufsetzen, damit ich wieder was sehe hier. Lava eingebe. Schmelzen steht da. Ja, genau das bei dich. Ach, Asche fehlt mir. Alles klar. Asche habe ich vergessen. Ja. Man kann auch mal ein bisschen vergesslich sein, ne? Indem man die Asche vergisst. Wir machen uns jetzt Asche. Asche wird gemacht aus. So, wo haben wir sie? Hier haben wir es. Zack. Viermal. Achtmal. Die verbrennen wir, ne, dann haben wir Asche. So, dreimal Asche haben wir jetzt. Viermal Asche haben wir. Das heißt, wir können schon viel gute Dinge machen. Ihr könnt da bleiben. Ja, Asche. Ton und Bornmehl. Haben wir vier davon. Achte brauchen wir. Sind wir bei reichen 6? Müssen wir gleich mal gucken. Ne, einer fährt noch 7. Und dann kann die Lava-Produktion starten. Juhu! Anrichtet, da ist sie ja. So, jetzt sehen wir das Ding noch ein bisschen bräten. Können wir den noch unten verbrennen? Ja, und nachheizen. So, fertig ist er. Ja, nicht schon wieder Licht aus. So, welche Fackel wäre denn hier ein bisschen unnutz gerade? Die. So. Nehmen wir die Fackel, sitzen die da unten hin? Nein, das ist nicht falsch. So, dahin. Setzen das Ding dran. Jetzt brauchen wir Erde. Müssen wir Erde 7. Nicht 7, sondern Erde erstellen, 7 Stone draus machen. So, hier kommen
immer noch ein bisschen Staub sieben. Natürlich ist inzwischen ein bisschen mehr raus, ne? Was man mitnehmen muss. Das heißt, wir müssen definitiv noch ein paar Kisten bauen. Machen wir uns mal auf die Schnelle gießen. So, zwei haben wir gemacht damit. Schön. Schauen wir die gleich mal hinten hin. In der Nähe einer Kiste sein. Ja, muss ich. Und dann sind alle nämlich hier drin. Hier drin. Ja. Und nochmal. Nee. Also Inventar bleibt liegen. Gut. Alles klar, nehmen wir mit. Alles mitnehmen. Jetzt brauchen wir zwei Eisen für eine Schere. Interessieren würde es, ob man Kompost machen könnte. Aber dazu brauche ich ein anderes Sieb, ne? Also. Nach Eisen. Drei haben wir davon. Nur. Was ist denn bitte schön Kaffeesaat? Ein Kaffee trinken in dem Modpack oder was? So, damit hätten wir übrigens ein Eisenteil zusammen. Wieder mit Eisensand. Zwei brauchen wir davon. Dann können wir anfangen, Bäume zu pflanzen und diese zu scheren. Dann kann die Produktion losgehen. So, haben wir. Hier haben wir Eisenpulver. Den wollen wir sehen. Komm, mach ihn. Gib's mir.
Gib mir Eisen. Eisen. Komm, ein Eisen fehlt mir noch. Und da haben wir ihn. Jetzt können wir uns eine Schere bauen. So, wir bauen uns eine Schere und ich gehe schnell auf Toilette. Vorher wollten wir noch was zum Verbrennen. So. Könnt ihr zugucken, wie es verbrennt. Bis gleich. So, dann bin ich schon wieder zurück. Ihr seht, ich sterbe gerade. Hab auch ziemlich genug. Ich wollte gerade Holz reinpacken. Stop, ja, schön. So, machen wir nochmal ein Holz rein. Oder zwei, oder drei. Ja, das reicht auf jeden Fall. Können wir uns eine Bambusschere bauen. Ich will nicht wissen, wo ich gestorben bin. Ich will da rein. Schere. Kompostieren, wenn wir Erde draus machen und noch mehr Bäume. Und vor allen Dingen können wir Wasser draus machen. Ich muss heute Abend arbeiten. Ab 22 Uhr. Hast du mir
mal bitte nicht so, ich friere mir Moni. Nein. Moni auch? Nee, kann man nicht. Ja, klappt leider nicht. Wie soll ich das machen? Schatz, kannst du bitte draußen schreien? Dankeschön. Schon zu Ende. Jetzt frage ich mich, hier. Ich wollte gerade sagen, jetzt frage ich mich, wo ich die Setzlinge hingepackt habe. So, jetzt haben wir Bäume angepflanzt, erstmal genügend, glaube ich. Guck noch mehr. Hab kein Knöcheln. Moni. Hör auf zu meckern. Nee. Doch. Nee. Doch. Schön, wenn meine Eltern kommen. Bist du jetzt mal fertig? Dankeschön. Das hat die halbe Welt. Meckern aber anders. Das ist deine Mutter, also reicht. Schwiegermonster. Du hast keine Kinder und Hunde im Auto. Nur Schwiegermütter. Nein, natürlich nicht. Auch keine Schwiegermütter. Wollen euch hier nicht auf dumme Ideen bringen. Auch
auch wenn Schwiegermonster das ab und zu mal gebrauchen können. Oh nein, nicht jede Schwiegermutter ist ein Schwiegermonster, ne? Soll auch nette geben. So wie meine. Nicht Schwiegermutter, Mutter. Ja, ja. Wieder was für ein nettes Thema hier. Was deine Frau angestimmt hat. Dann wisst ihr ja schon mal, wie lange das drüben geht. Bis mein Schwiegermonster kommt. Also spätestens in einer Stunde muss ich leider aufhören. Ja, die WRW ist wohl die langfahren. Autobahn. Ja, dann brauchen sie keine Stunde. Na, circa eine Stunde, sagt ihr. Ja. Ja, zu dumm ist Auto zu fahren. Naja. So, jetzt haben wir eigentlich schon mal genug. Es ist übrigens wieder Nacht. Ich habe den Zaun offen. Geil. Ich krieg gleich Monsterbesuch. Das wird hier offen lassen, wenn die Schwiegermutter kommt. So. Und hier wieder zu. Da draußen. Ah, da stehen sie auch schon vor der Tür. Hallo. So. Bisschen was haben wir jetzt? Oh, was noch Stone, immer mehr Stone. Na, mach doch. Wer möchte nicht 10-mal im Jahr Geburtstag feiern? Ich muss gleich 3-mal. Nein, ich komme jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht kommen. Blind? Da bin ich. Das reicht alles noch nicht. Das reicht überhaupt nicht. So ist es im Leben. Oder in Forever Stranded. 7x7? 2x7er Sand. Kaputt ist er. War hier nicht noch einer? Ja, da, gib mir. Ich hab einen Eichelbaum. Übrigens immer noch nachts. Was macht man nachts? 7. Was hat er übrig?
es 1000 werden. Stack circa. Wir können wieder Erde produzieren. Wird ganz schön stachlig bei mir, ne? So, was sagt die Lava? Aber sagt, wir brauchen noch. Was ich mit Kaffee soll. Immer noch eine Eiche. Eiche können wir zum Baum machen. Hier. Plupp. Oh, 1, 2, 3, 4. Mach ich die 5 gar nicht voll immer. Bitte lass uns Lava da sein. Bitte gib uns Lava da rein. Es dauert noch, es dauert noch. Abkühlung. Und ich bitte dich nicht ab, ne? Schön, dass ihr da seid. Oh, ihr seid gegangen. Sind so viele neue Sachen drin. Die kenne ich noch gar nicht alle. Solarpanel ist gar nicht, kennt doch jeder. Gold, Glowstone, Redstone. Thank you.
Kabelstone-Generator, wo bist du? Ich muss nochmal Generator gucken. Nein. Blood Magic. Bruchstein-Generator, genau, dich brauche ich. Wir brauchen Kabelstone. Glas. Wir machen erstmal Kabelstone, ne? Also Kabelstone ist das Wichtigste, obwohl wir können eigentlich auch müssen wir ja 8 Glas machen, ne? Ein Glas wird da nicht reichen. So. Ja, ein Glas wird da nicht reichen. Müssen wir 8 machen und dann eine grüne Farbe machen. So, wie sieht es hier hinten aus? Es wird schon weniger. Haben wir noch was? Nee, wir haben nichts. Wir sind immer Menschen. Schub, schub, schub. Ist hot. Ist hotty hot. Also rein hier. Ja, nee, ist klar. Werf mich ab. Sterb. Ich komme da nicht in deine Nähe. Und wieder weg. Wie viel Leben hat die noch? Keine Ahnung. Es dauert und ich sterbe. Ich weiß, dass ich sterben werde. 6 Glas? Ja, machen wir noch ein bisschen Holz drin. Können wir noch zack grüne Farbe machen. Jetzt läuft er bei mir heute. Ich glaube, ich habe inzwischen schon mehr geschafft, als ich wollte. Also, oder sollte. Vor allen Dingen ist sowas wie eine unendliche Lavaquelle, ne? Also, Generator, denn das mehr brauchen wir nicht. Erste Farbe, wir haben ins Wasser. Dieses warmes Wasser, ich glaube, das bringt recht. Ich bin tot, ich weiß es nur noch nicht. Also, ich schon weiß es, aber naja. Der Vorteil beim Sterben ist, man ist kalt, wenn man tot ist. So. Kommt der jetzt Farbe raus? Meine wird jetzt grün. Ja, es werden 8 grüne Blöcke. So, was fehlt uns jetzt? Lava, Wasser und ein zweiter Eimer. Ich trottel. Wir brauchen noch mal 3 Eisen. Geht zum Thema, wir sind schneller als ich wollte. Hey, ja, Todesmänner. Endlich habe ich noch irgendwo. Was kann ich gleich Spinne zu nehmen? Nein, kann ich nicht. Soll ich mit Spinne zu anfangen? Ne? Soll ich daraus Seide machen? Kann ich nicht mehr so abbauen wie heute.
Ein Schwert brauche ich. Ich würde das Schwert gelassen. Bin ich jetzt doof oder was? Nein, bitte keine Antwort in den Kommentaren. Eisen für 9 Eimer. Jetzt wird mir einfach mit dem J. Was machen wir jetzt hier? Lalalala. Neu. Dann schreiben wir mal Home hin. Speichern. Kommt eine Farm hin. Jetzt neu fahren unten speichern. So, jetzt und wir teleportieren uns nach Home. So, jetzt jetzt legen wir das Spirit drauf, gehen mal schnell auf die Leiter, gehen schnell auf den Balkon einen rauchen und in der Zeit sieben wir mal schnell was durch. Habe ich was Schweres hier?
spreche jetzt nicht aus, was ich gerade denke. Verarschen. Was sieht denn der nicht? Sieb jetzt. Wie ist gleich? So, wie viel haben wir gesiebt? Kriegen wir genug Eisen raus? Was sagt ihr dazu? Schreibt bitte mal einen Chat und einen Kommentar. Wie ihr wollt. Ich streame jetzt noch eine halbe Stunde, okay? Dann ist mein Schwiegermonster da. Die wollt ihr nicht kennenlernen, also mein Stream aus. Glaubt mir das. Dann gucken wir mal, ob wir noch Eisen haben. Wo haben wir Eisen? Kupfer? Neune. Jetzt fehlt genau 3 Stück. Für einen weiteren Eimer. Falls ihr übrigens auch mal da oben in der Ecke stehen wollt. Eine Spende da lassen, das ist natürlich freiwillig. Hier wird keiner zu irgendwas gezwungen. Aber ich möchte mir gerne ein neues Headset kaufen. Ein vernünftiges.
übrigens gleich wieder kaputt, ne? Noch 50 mal 7. So, haben wir jetzt noch Eisen? Eisen. Haben wir noch Papiere? Hurra, wir kriegen in einen Eimer. So, das kann jetzt raus. Und das geht dafür rein. Jetzt haben wir kein Holz. Doch hier. So, reichen zwei. So, wie sieht es hinten aus mit der Lava? Könnten wir einen Eimer voll rauskriegen, glaube ich. Ja, erster Eisen ist da. Zweiter Eisen ist da. Das dritte Eisen ist da. Das müssen wir das wieder rausnehmen. Packen wir das wieder rein. Klar, was ist denn das denn? Trinkwasser. Ah, oh, das klar läuft bei euch. So, und da muss Lava. Lava. Lava oder Lava. Das entscheidet ihr. Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Funktioniert nicht. Das ist falsch, das muss ja da runterlaufen, ne? Also die Lava. Bin ich jetzt zu doof? Ja, es ist Cobblestone. Nein, wir haben keine Pickaxe, ne? Nein, die haben wir nicht. Warum habe ich noch keine gebaut? Wohin soll es werden? Wo jetzt nur 6 Steine? Mir nicht. Irgendjemand klingelt da. Und damit haben wir das nächste Ding geschafft. Glück auf. Thank you.
schon. Sind wir 5 haben? Einen brauchen wir noch. Und 6? Ja, sind 6. Und hoch. Jetzt nehmen wir den einmal hier mit. Und jetzt packen wir den einmal hier rein. Und ich hoffe, das Ding funktioniert ohne Schrauben. Wir haben Steingenerator. Ja, endlich. Steine. Ich wollte natürlich gleich mal hier auf, ne? Also, gleich mal dafür sorgen, dass das Ding funktioniert. Ding nicht konfigurieren. Wir können das Ding ja hier hinstellen. Problem weniger. Ich könnte mal gleich noch mal welche bauen. Das Glas haben wir noch. Wasser haben wir auch noch. So. Erstmal Lava. Wasser. Stein. Jetzt sehen wir die Lava. Rohr könnten wir hier brauchen. Ja, ich nehme auch ein KW. Nee, Rohr wird. Wie heißt denn das Ding? Flu. In die Leitung auf Deutsch. Flüss. Auch nicht. Mit dem Scheppeln. Wie heißt die Flüssigkeitsleitung auf Deutsch? Wasserleitung. Ich krieg eine Krise. Also ich weiß nicht, wie die Dinger. So rum mal Ende. So, Ende. Da gab es definitiv eine Fluoridleitung. Bin ich blind? Energieleitung? Nein. Bienenstock vor allen Dingen. Endergenerator. Ender wollte ich. Es gibt nur eine Energieleitung für den Ender, Herr.
weit sind wir noch gar nicht, um das zu machen. So, das heißt, wir könnten eine Leitung machen, aber ich weiß nicht, wie die geht. Und nein, ich finde die auch gerade nicht. Also wenn ihr wisst, wie die geht, schreibt in den Kommentaren bzw. in... Ja. Die müssen wir auch mal bauen. Ja, nee, ist klar. Okay, dann kümmern wir uns erstmal um den Rest hier. Tut. Ach man, ich brauche eine Kühlung. Wer weiß, wie ich eine Kühlung kriege, sagt mir. Bis Zeit. Okay, es ist vorbei. Was brauchen wir für eine Schaufel?
mach mal die Tür auf. Auch die Tür. So, noch ein bisschen lauter da draußen, geht doch. Ah, noch ein bisschen lauter, sag ich doch. Ja, bevor ich frage, ich mach gleich einen Livestream aus. Wie schön sagt Spiel, wenn man da kommt. Also. So ein bisschen was. Gib mir Sand. So. Wie haben wir? Ein Stick? Ne, ein Stick fällt mir nicht. Und ich wundere, da ist die halbe Familie im Flur. Und schreit ein bisschen rum. Naja, wenn die Leute schwerhörig sind, halt drin. Ja, aber Klappe halten. Wir haben keine Gäste, Toilette, wir haben nämlich keine Gäste. Keine Gäste? Wenn ihr Gäste habt, schreibt einen Kommentar an. Oder einen Chat. Nein, nein. One Joke. Schreibt mir bloß nicht rein. Will gar keiner wissen, ne? So, 9 Minuten haben wir noch. Nächstes sollten wir uns einen Hammer machen, geht schneller. Dann wohnen wir nämlich nicht in dem Loch. Bist gleich kaputt. Das hier hält nur 9 Minuten. Aber nein. Aber nicht. Natürlich dürfen sie selber fertig sein. Telefon, die man noch oben. Guck mal, nächsten Kabelstromgenerator machen. Haben wir gleich 2. Nein, ist nicht. Schippis im Arsch, machen wir wieder ganz, ne. Wir holen zumindest noch einen einmal Lava. 9 Minuten haben wir dafür Zeit. Maximal. Ach nein, nicht mehr. 8. Gib mir Lava. Da wird mich schwindig, wenn ich ins Loch gucke, also guck mal nicht ins Loch. So, da waren wir fertig, oder? Ja, haben wir. Ja, nein, nicht da reinfallen. So, machen wir den da hinten grünen Glas rein. Klappe rein. Und den nächsten Kabelstromgenerator fertig. Den stellen wir daneben. Da müssen wir langsam Pipes bauen. Bob. So, das heißt, wir kriegen jetzt 2 Stacks down raus. Den machen wir auch noch weg. Thank you.
Ja, werde ich tun. Es war nur der Anfang. Wenn du Lust hast, kannst du mich abonnieren und dann erfährst du, wann ich heute Abend online bin, weil ich gehe leider gleich offline. Wie du hörst, ist gerade Action bei mir. Und dadurch, so, nehmen wir mal das weg. Ich trotte. Hätte er noch da lassen müssen, oder? Mal aber so weit viel. Wenn du mich schon abonniert hast, dann erfährst du, wenn ich heute Abend online bin. Weil wie gesagt, ist gerade Action bei mir, das heißt, ich höre gleich auf zu streamen. Guten Tag. Jo. Wie gesagt, einfach Abo da lassen. Aber ich glaube, du hast mich schon abonniert, also erfährst du es oder so. Wie? Das Ding heißt Minecraft. Kein Problem, ich kann den Lautsprecher lauter machen. Also, habe ich schon laut gemacht. Hallo? Jetzt muss ich mal gucken, warum das so leise ist. Dann halt einen Grund, nachher nochmal zu testen. Kann sein, dass die Musik zu laut ist. Aber ich werde spätestens ab heute Abend um 23 Uhr wieder streamen. Bis dann ist die Labe auch fertig. So Leute, ich hoffe, ich spreche ein bisschen lauter. Ich habe das Mikro besser dichter ans Mikro an den Mund gemacht. Ich kümmere mich nachher drum, sobald mein Besuch weg ist, damit es etwas lauter wird. Ich spreche mal extra lauter. Hallo, schön, dass du da bist. Allerdings bist du ein bisschen spät dran. Ich bin leider schon fast off. Aber ich streame heute Abend wieder. Und dann kann ich mir das nachher nochmal schnell im Video auf YouTube angucken, wie das der Sound ist. So Leute. Alles klar Leute, ich bin dann jetzt erstmal raus. Wie gesagt, hier ist voll Action in meiner Hütte. Ich komme ja nicht mehr zum Stream. Außerdem wird das viel zu nervig für euch. Glaubt mir das. Wir sehen uns heute Abend um 23 Uhr wieder. Alles klar. Ciao, ciao, Leute. Ich bin raus.